Hebt ein linkes Bein bitte an. Das Bein strecken. Zehen anspannen. Das Bein leicht nach innen rotieren. Becken bitte gerade. Strecke beide Arme durch. Wunderbar. Und jetzt dein linkes Knie beugen. Dann langsam nach vorne und großen Schritt nach vorne. Rechtes Knie absetzen. Richte deinen Oberkörper hoch. Ellbogen enger am Körper. Bleib mal so. Das ist die normale Position. Dann hast du hier keine Lordose und die Dornfortsätze kommen raus. Bitte Kinn leicht heben, dass die Lordose hier entsteht und die Dornfortsätze nach innen wieder reingeht. Das Becken sinkt, Herz steigt. Stell dir vor, deine Lunge ist komplett gefüllt mit Helium. Das heißt, es ist schwerelos und dein Brustkorb schwebt nach oben. Gut. Von hier aus mit der Einatmung Arme öffnen, mit der Ausatmung zueinander. Und wiederhole das, Atem fließen lassen. Denk dran, das Becken sinkt. Dein Herz steigt. Zwei Wiederholungen noch. Ein letztes Mal. Super. Kommen wir zurück zu herabschauenden Hund. Und wenn du eine Freundin hast oder einen Freund, lass von deinem Freund ein Bild machen, und zwar von deiner Wirbelsäule. Es kann sehr, sehr gut sein, dass die Lordose sowohl an deiner Halswirbelsäule als auch im unteren Rücken verschwunden ist. Und oft kommen die Dornfortsätze nach außen raus. Die Lordose, die Kurve an deiner Halswirbelsäule ist direkt vernetzt mit deinem unteren Rücken. Das heißt, wenn wir oft Kopf hängen lassen, was wir oft wegen dem Handy auch machen, lass mal deinen Kopf hängen. Gut. Wenn hier die Lordose kaputt geht und daraus eine Kurve wird, dann wird unterer Rücken auch rund. Und dadurch kriegen wir immer mehr Beschwerden. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, im Yoga-Praxis diese Lordose wiederherzustellen. Du kannst das erst machen. Die erste Bewegung, die du machen musst, ist Lordose an deiner Halswirbelsäule herstellen und dann, Achtung, beuge die Knie leicht, kippe das Becken nach vorne und stell dir vor, du willst deine Sitzbeinhöcker auseinanderziehen. Gut. Die Spannung halten und gleichzeitig möchtest du die Arme strecken, gut, und die Schultern aber leicht nach vorne drücken. Gut, dann wirst du direkt sehen können, weiter drücken, super, okay, sehe es weiter nach hinten, nach oben, aber hier nach vorne drücken, dass die Dornfortsätze in deine untere Wirbelsäule reingehen und die Rückenstrecker aktiv werden. Bleibe hier, Atem fließen lassen, und dabei die Beine langsam strecken. Du wirst aber auch merken, die Position herabschauen down ist sichtbar anstrengender. Eva, geht's noch? Okay. Und von hier aus, jetzt die Schultern nach vorne, kommen in die Position Planke. Kopf heben, erhaben. Wunderbar. Bauch fest und inzwischen den Schulterblättern aber sinken lassen, bitte. Hier sinken lassen. Nicht Kopf. Nur hier. Und jetzt wieder hoch. Zwei noch, tief. Und wieder hoch. Und tief. Und jetzt langsam einen Low Push-Up mit Ellbogen beugen. Oberschenkel fest, Bauch fest und ablegen. Gut. Von hier aus, schau, dass die Füße hüftgelenksbreit sind. Du möchtest mit deinem kleinen Zeh gegen den Boden drücken. Wunderbar. Und die Hände, es fühlt sich sehr, sehr weit hinten an. Die Handwurzeln sollten genau
unter deinem Ellbogen sein. Von hier aus dein Schambein leicht hochziehen, sodass du eine Länge im unteren Rücken bekommst. Und dann die Schultern Richtung erstmal Ohren hoch. Und dann nach hinten zurück. Und dann stütze mit deinen Armen ab.